Ja, da hat mal wieder jemand vergessen, sein Mikrofon einzuschalten, aber es war nichts Wichtiges, ne? Tja, ich Idiot. F1, ein Sport, der Herzen, Kulturen und Nationen vereint. Seit über einem halben Jahrhundert treten legendäre F1-Fahrer auf historischen Rennstrecken gegeneinander an. Und ihr Vermächtnis ist bis heute lebendig. Die Meisterschaft 2021 war von Anfang bis Ende spannungsgeladen. Und 2022 könnte noch einen draufsetzen. Ein neues Regelwerk führt bahnbrechende Veränderungen ein. Neue Fahrertalente werden sich in Rad-an-Rad-Duellen bekämpfen mit altbewährten Champions. Der größte Druck ruht in der neuen Saison auf den Teamchefs, die ihre Fahrer, Autos und Teammitglieder zum Sieg führen müssen. Diese Herausforderung ist nichts für schwache Nerven. Das ist die F1. Mercedes kehrte 2010 in die F1 zurück und gewann seit 2014 nacheinander jede einzelne Konstrukteursmeisterschaft. 2021 konnte das Team erneut den Konstrukteurstitel erringen, hatte in der Fahrerweltmeisterschaft jedoch knapp das Nachsehen und landete auf Rang 2. Auch 2022 zählt für Mercedes nur die absolute Dominanz im Wettbewerb. Mit weniger als dem schnellsten Auto und den meisten Siegen werden sich die Silberpfeile weder in dieser Saison noch in folgenden Jahren zufrieden geben. Team Red Bull nahm 2005 erstmals an der F1 teil und gehört seit 2009 zu den Top 3 Teams der Weltmeisterschaft. Die letzte Saison endete großartig für sie. Max Verstappen gewann die prestigeträchtige Fahrerwertung und Red Bull ist wieder der Überflieger. 2022 könnte Red Bull die Konkurrenz mit dem richtigen Management zum wiederholten Male anführen. Sie hoffen So, sicher in dieser Saison nicht mit einem, sollte ich sondern noch gleich meine zwei Stimme Titeln ins aktivieren, ne? Hauptquartier nach Milton Keynes zurückzukehren. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Sorry, man hat mich nicht gehört, wahrscheinlich. Ferrari Ferrari. sind seit dem Beginn der Weltmeisterschaft 1950 fester Bestandteil der F1. Noch immer hält das Team den Rekord für die meisten Titel. Noch. 2021 hatte das Team eine passable Saison und konnte den dritten Rang in der Konstrukteursmeisterschaft belegen. Bei Ferrari zählt in der F1 nur der Sieg. Mit einem guten Management über die Saison 2022 hinaus sind regelmäßige Podiumsplatzierungen definitiv zu erwarten. Wenn alles gut läuft, werden sie im Laufe der Saison um den Sieg mitfahren können. Ja, da müssen die Taktiker noch ein bisschen schlauer werden, hä? McLaren gehörte zu den Eckpfeilern der F1. Das Team ist bereits seit 1966 im Sport vertreten und konnte über die Jahre zahlreiche Fahrer- und Konstrukteurstitel erringen. In der letzten Saison belegte man den guten vierten Gesamtrang und konnte mit Daniel Ricciardo und Lando Norris den einzigen Doppelsieg der Saison erringen. Das talentierte Fahrerpaar Ricciardo und Norris kehrt in dieser Saison von McLaren zurück und eines ist sicher: Sie werden sich nicht einfach zufrieden geben, bis sie wieder amtierende Champions sind. Ja, das wird jetzt nichts mehr für Ricardo. Der wurde ja geschasst vom Team, ne? Mit Alpine tauchte 2021 ein neues Team auf, das sich mit den Fahrern Fernando Alonso und Esteban Ocon schnell einen Namen machte. Alpine beendete die Konstrukteurswertung 2021 auf dem fünften Platz, wobei Ocon in Ungarn den ersten Rennsieg verbuchen konnte. 2022 wird für Alpine ein richtungsweisendes Jahr, in dem das Team weiterhin auf die bewährte Fahrerpaarung Alonso Ocon vertraut. Mit der richtigen Führung könnte das Team in einigen Jahren durchaus um den Titel mitfahren. AlphaTauri ist unter diesem Namen seit 2020 in der F1 dabei und gilt als Talentschmiede für neue F1-Piloten. Letzte Saison erreichten sie den sechsten Gesamtrang. Fahrer Pierre Gasly konnte außerdem in Baku mit einem Podium beeindrucken. Für die Saison 2022 vertraut das Team weiterhin auf die Fahrerpaarung Yuki Tsunoda Liam und Gasly. Lawson. Sie werden weiterhin regelmäßig punkten wollen und sich sukzessive vom Rest des Mittelfelds absondern.
2021 war Aston Martin erstmals in der F1 vertreten. Sie konnten mit Sebastian Vettel einen legendären viermaligen Weltmeister für eines ihrer Cockpits verpflichten. Trotz Anlaufschwierigkeiten bei den Testfahrten zeigte Aston Martin eine solide Leistung und belegte am Ende den 7. Rang. Auch 2022 hat Aston Martin mit Lance Stroll und Vettel am Steuer das Potenzial für regelmäßige Podiumsplatzierungen. Doch auf dem Weg dorthin bedarf es sicherlich einer starken Führung und cleverer Investitionen. Williams ist ein legendäres Team der F1, das zu Glanzzeiten 9 Konstrukteurstitel gewinnen konnte. Die Williams-Familie verkaufte das Team im Jahr 2020. Im Jahr 2021 schlug sich Williams daraufhin relativ passabel. Am Ende reichte es dank einiger Sternstunden von George Russell in seinem letzten Jahr als Williams-Pilot für den 8. Gesamtrang. 2022 gehen Nicolas Latifi und Neuverpflichtung Alex Albon, der nach einem Jahr Pause in die F1 zurückkehrt, für Williams ins Rennen. Nun gilt es, dieses Jahr bessere Ergebnisse zu erzielen und sich einen Platz im Mittelfeld der Konkurrenz zu sichern. Ja, dort sind wir ab morgen. Morgen. Und jetzt noch Haas. Haas trat 2016 in die F1 ein und legte einen fulminanten Karrierestart hin, der sie 2018 gar auf den 5. Platz führte. Letzte Saison reichte es nur für Rang 10, aber das Team investierte viel Zeit in die Entwicklung des 2022er Autos und in Zukunftsplanung. Im Vorfeld der Saison 2022 sind die Erwartungen an das neue Auto bei Haas hoch. Die Kombination aus ehrgeizigen Fahrern, einem ambitionierten Team und starker Führung könnte sie anspornen und den Weg zurück ins Mittelfeld ebnen. Alfa kann auf eine beeindruckende F1-Historie zurückblicken und hat 1950 die allererste Fahrerweltmeisterschaft gewonnen. 2021 hat es allerdings ohne Podiumsplatzierung nur für den 9. Gesamtrang gereicht. 2022 geht das Team mit brandneuen Fahrern an den Start. Sie haben den allerersten chinesischen F1-Piloten Zhou sowie Veteran Valtteri Bottas verpflichtet und werden versuchen, wieder regelmäßig zu punkten. Ja, das ehemalige Sauberteam. Das muss immer so sein. Einleitung für Einsteiger, ja, das lassen wir sicher mal dran. Jawohl, das bestätigen wir. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Audrey Mensah, eine der leitenden Ingenieurinnen des Teams. Willkommen im Team. Es ist großartig, dich an Bord zu haben. Wir waren schon immer ein ehrgeiziges Team hier bei Alfa Romeo. Aber wir müssen in dieser Saison viel beweisen. Verschwenden wir keine Zeit. Wir machen dich mit allem vertraut. Okay. Als unser neuer Teamchef bist du für viele Aspekte des Teams verantwortlich. Alles liegt in deinen Händen. Von der Verwaltung des Wachstums unseres Teams, über die Überwachung unserer Finanzen, bis hin zur Entscheidung über die Strategien für den Renntag. Das meiste davon kannst du von deinem Dashboard aus im Auge behalten. Ich kann das jetzt mit dir durchgehen. Zunächst einmal ein Überblick über den Vorstand. Sie sind diejenigen, die die Erwartungen für das Team festlegen. Wenn sie Vertrauen in deine Führungsqualitäten haben, läuft alles für dich. Wenn sie das Vertrauen in dich verlieren, versuchen sie vielleicht, dich zu ersetzen. Jawohl. Ja, das kann natürlich auch passieren, ne? Also Saisonziel ist 5. oder darüber. Das ist schon mal sehr hoch, würde ich mal sagen, für Alfa Romeo. Und Podiumsanwärter. Der Vorstand legt Saisonziele fest, die das Team erreichen sollte. Werden die Ziele erreicht, hilft es dabei, das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Also mache dich mit den Erwartungen vertraut. Du solltest auch das langfristige Ziel im Auge behalten, das über diese Saison hinausgeht. Bis zum ersten Rennwochenende des Jahres 2022 sind es noch ein paar Tage hin. Du wirst überrascht sein, wie viel du bis dahin mit Vorbereitungsarbeiten zu tun haben wirst.
Da okay. es aber dein erster Tag ist, gibt es für dich nichts Dringendes zu erledigen. Sieh dich gerne einmal um oder wähle Fortfahren, um für heute Schluss zu machen. Wir werden da... So. Also, Ziele. Vergiss nicht, dich regelmäßig beim Vorstand zu melden. Von hier aus kannst du das Vorstandsvertrauen, dein verfügbares Budget und deinen Fortschritt in Sachen höherer Teambewertung überprüfen. Also das ist jetzt nicht noch Mittel, das ist ja klar. Neu. Langfristiges Ziel. Bis wann ist denn das? Bis 2024, ne? Okay. Sehr gut. Das Vorstandsbudget. Ist ein Budget für die Saison zu. Ein Teil dieses Budgets wird zu Beginn der Saison ausgezahlt. Der Rest folgt monatlich. Also viel ist das ja nicht, ne? Man hat doch so ein Maximum, was man... Oder das heißt Vorstandsbudget. Ist es das für, nur für die Fahrer und so? Teamwertung. Außenseiter sind wir. Was waren die letzten Jahre? Ja, eben 21, 9. und jetzt sollen sie 5. werden. Okay. Da 13, 12, 16. Das war halt noch mit Zauber. Das ist mein Profil. Ja, da brauchen wir noch nichts zu schauen. Ist noch nichts passiert. Das hier ist wichtig. Also hier sieht man alle die Regeln, die sich ändern. Da ist noch nichts überall. Hm? So wie ich das sehe. Finanzen, eben das ist eine Kostenlimite, die jetzt gesetzt wurde. Das sind die Platzierungspreise. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das im Realen auch so ist. Hey, Fabio. Ja, super. Also eben, ja, erst gerade angefangen. Also. Aber ich freue mich drauf. Alles musst du managen. Und hier, das kann sich eben dann auch ändern. Bonuspunkte für die Pole Position, das ist ja schon aktuell. Doppelte Punkte für das letzte Rennen, das wäre dann krass. Die Punktevergabe, die bleibt auch nächstes Jahr gleich. CFT, das ist glaube ich... Das Testen auf bestimmte Anzahl von Stunden. Wie lange das man testen darf. Also der Erstplatzierte darf deutlich weniger als die unter ihm. Windkanal darf auch deutlich weniger gebraucht werden. Ja, ich hoffe, man wird nicht schnell erfolgreich, das ist ja so. Aber ich glaube, es ist so viel, was du kannst machen kannst, ich glaube, das geht nicht so schnell, das würde mich echt überraschen. Getriebelimit, RS-Limit, Motorlimit.
Das bleibt auch alles nächste Saison gleich. Ist da noch Posteingang? Okay. Dies ist ein Kalender für den aktuellen Monat. Merci, Fabio. Danke. Die markiert wurden. Die Rennwochenenden wurden bereits für dich hinzugefügt. Im Laufe der Saison werden weitere Events hinzugefügt. Die Ruhe, schöne. Was auch immer du noch machst. Wahrscheinlich noch arbeiten, hä? Ja, das hier ist der Kalender. Da sieht man alles, was da los ist. Dann die Rennstrecken für diese Saison. Ich weiß gar nicht, ob sich das dann ändert. Weil es kommen ja neue dazu, wie ich glaube, ich Las Vegas und das war noch, irgendetwas noch. Boah, das sind ja echt viele. Hier triffst du deine letzten Vorbereitungen für das nächste Rennen. Wir kommen später hierher zurück. Okay. Ja, das ist sehr viel Informationen, die man dann genauer anschauen muss. Aber wie gesagt, ich habe jetzt dieses mit Alfa Romeo heute, ist einfach nur zum Schauen für mich. Morgen geht dann die richtige Karriere los mit Williams. Hier findest du relevante Informationen über die Fahrer des Teams und den Testfahrer, einschließlich der Leistung, Eigenschaften und Vertragsdetails. Du kannst auch nach neuen Fahrern suchen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Fahrerpaar haben. Ja, Valtteri Bottas, ne? Hier kannst du sehen, wenn ein Fahrer Entwicklungspunkte zur Verfügung hat. Die quatscht immer rein. Und du kannst diese verwenden, um seine Leistung zu verbessern. Wenn du eine Leistungswertung auswählst, erhältst du weitere Informationen zu deren Auswirkungen. Du kannst auch eine der Registerkarten oben auswählen, um dir die genauen Angaben zu dem Fahrer anzusehen. Bevor du gehst, möchtest du vielleicht den aktuellen Vertrag mit dem Team checken. Ja, das wäre sicher nicht schlecht, den Vertrag zu checken. Also der ist... Was hat der? 87? Der ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Überholen! Da ist unser Valtteri Bottas, wenn der nur ein bisschen aggressiver wäre. Ja, Aggression, niedrig. Das ist sehr niedrig bei ihm. Das ist aber auch wirklich so. Setup. Übereinstimmung niedrig bis jetzt. Alex Chen. Vertragsdauer 4 Jahre. Also der bleibt noch ein wenig. Es ist nicht nur das schnellste Auto, das ein Team an die Spitze der F1 bringt. Es sind die Menschen, die hinter den Kulissen hart arbeiten. Ja. Verwalte von hier aus dein Personal, vom Abteilungsleiter bis zur Boxencrew, und halte dich über deren Leistung auf dem Laufenden. Das ist wirklich sehr wichtig. Da verstehe ich jetzt nicht, warum man den Stärkeren nicht mit dem stärkeren Fahrer paart. Ingenieurteam, 10 Leute. Scouting-Team, 2. Boxen-Crew. Ja, da kann er das Training wechseln. Der Reifenwechsel, sind wir am schlechtesten.
Aber die kann man nicht wechseln. Also die kann man nur verbessern, ne? So wie ich das jetzt sehe. Und hier kann man die verschiedenen Positionen scouten. Ui, 93. Bonington, ist das der, der wechselt? Nee, keine Ahnung. Adami. Ja, das sind alles so Sachen. Die werden noch spannend. Simone Resta. Sind auch alles echte Leute, das finde ich sehr cool. So, ich gehe jetzt hier zurück. Farge, da waren wir. Yu Guan Yu. Ja, der hat jetzt zum Beispiel nur noch Vertrag nur noch 10 Monate. Mal schauen, wie er fährt, wie er sich macht. Robert Kubica, er ist schon ein bisschen gezeichnet, auch schon ein wenig älter. Das würde ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall ziemlich schnell wechseln, wenn ich bei Alpha wäre. Ja, der ist ja wirklich nicht mehr viel wert. Also war ein super Fahrer, scheiß Riesenunfall. Und dann auch noch Unfall beim Rallye-Fahren, glaube ich. Sonst, der war eigentlich ein guter Fahrer. Der Fahrer scouten. So. Also da haben wir Max und Luis. Beide gleich stark, ziemlich großer Altersunterschied. Und Walter ist auch ziemlich weit oben. Aber jetzt, für was muss man scouten? Ja, für das restliche, hä? Lohn und so. Der Mick. Offen für Verhandlungen. Machen wir mal. Jetzt werden beide Scouts in Best. In Scouten. Ja, warten wir noch. Piastri, 2 Jahre jünger und schon 75. Mit dem ist ja momentan auch ziemlich ein Theater. Buemi. Oha, ein Schweizer. Haha, geil. Ich bin aus der Schweiz. Normalerweise spreche ich Französisch. Hat leider auch schon 33. Kann man eigentlich irgendwie so filtern? Was kann man filtern? Na. Ich wollte nach Land filtern. Ralf Paschung, das ist glaube ich noch ein Schweizer. Ja. 71. Fährt in der F2. Bourcher, der ist auch, glaube ich, ziemlich gut gehalten. Sargent.
21. Dennis Hauger, Norwegen. Jake Aitken, der war doch auch mal ziemlich hoch gelobt. Wir haben F2, F3. Ah, oh, wieder der David Beckham. Beckmann. Der ist nirgends. Deutschland. Ah, und der Leclerc-Bruder. Luc Basi. Dieser Junge ist, glaube ich, vom Simracing dorthin gekommen. Schon wieder ein Schuhmacher. Gibt's denn echt? Ah, das ist vom Bruder, ne? Vom Ralf. Sullivan. Enzo Trulli. Aber es gibt, die Frauen sind nicht drin. Ne? Wäre jetzt irgendwie noch cool gewesen. Dann eben Personal, da waren wir vorhin. Von hier aus kannst du alle Einrichtungen des Teams sehen. Von den Personalgebäuden bis zu den Autoteilentwicklungszentren. Du kannst neue Einrichtungen bauen oder die bestehenden verbessern, falls das Team Zeit und Geld dafür hat. Einrichtungen wirken sich auf alle Bereiche der Teamleistung aus. Ja, Team ist dann auch wieder wichtig. Also Upgrade. Kann doch Upgrade fressen. Okay. Mit der Zeit nutzen sich die Einrichtungen ab und werden weniger effizient. Behalte also ihren Zustand im Auge. Aha. Wenn es soweit ist, müssen wir uns mit der Renovierung oder sogar der Aufrüstung der Anlage befassen, um die maximale Effizienz wieder zu erreichen. Oha. Also, die Fabrik ist nur ein Punkt, Stufe 1. Autoteile hergestellt, das ist sicher mal auch etwas sehr Wichtiges. Erforschung und Entwurf von Autoteilen, sicher auch wichtig. Windkanal. Ja, aber da hat doch, man sagt doch immer, Alfa Romeo Sauber in Hinwil, das sei ein super Windkanal und dann nur Stufe 1. Okay. Da kann man die Teile testen. 56 Tage, eben 88 Stunden, dann ist vorbei, wenn man die 88 Stunden durch hat. Der CFD Simulator. Verwende Computation Fluid Dynamics, um den Luftstrom während des Entwurfsprozesses zu simulieren und die Rennleistung zu verbessern. Also ist das auch sowas wie der Windkanal? Das weiß ich jetzt ehrlich genau gesagt nicht. Da hat man auch einfach eine gewisse Zeit zur Verfügung. Also wahrscheinlich für die Aufhängung, hä? Das Know-how deines Teams bei Autoteilen zu verbessern. Bremskühlung, das ist jetzt der Effekt, 2% besser. Oder beim Upgrade, keine Ahnung, ne, dann geht es auf 4%.
Das Autoteile-Testzentrum. Da wird dann auch wieder getestet. Da wird viel getestet. Dann die Personalhäuser. Teamzentrale haben wir gar keine. Wäre aber eigentlich wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Weil ihr seht, ist die Teamattraktivität. Das wird sicher mal bei Merchandise auch gut ankommen. Moral, Personal und Fahrer. Und Erfahrungszuwachs, 20%. Das wäre sicher nicht schlecht. Ich glaube, das lassen wir doch mal bauen. Wir haben 16 Millionen. Ja, das geht doch. Die Scouting-Abteilung. Ja, ist das wichtig? Ja, auf einen Weg schon, aber dann eher langfristig. Von dem her ist 1,3 Millionen. Super, man hat dann 3 Scouts oder kann noch einen zusätzlichen holen. Das weiß ich noch nicht, bin ich mir jetzt nicht sicher. Rennsimulator, Stufe 2, schon mal nicht schlecht. Erfahrungszuwachs 40%, Upgrade 60%. Also da kann man, wenn man das hochschraubt, kann man dann die Jungen pushen. Dann die Betriebseinrichtung, das Vorstandsbüro. Gut, das ist wahrscheinlich nicht allzu wichtiges. Das Vertrauen geht um 5%. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht. Besucherzentrum. 1 Million, 17 Tagen. Das ist nicht wirklich realistisch, würde ich jetzt mal sagen. Attraktivität. Teamattraktivität. Okay. Ah, bis Stufe 2. Hä? Die Wetterstation. Das ist, wäre sicher auch was. Ah, also in dem Fall ist das nicht für jeden das Gleiche. Da muss man auch, ist man auch besser oder schlechter. Ist je nach Rennen sicher sehr wichtig, wenn es regnet oder nicht. 60%. Bei Upgrade ist es dann 70%. Modernisieren. Also ist noch intakt. Ja, der Hubschrauberlandeplatz, damit ich mit dem Hubschrauber dorthin kann. Hä? Braucht es das? Ja gut, Sponsoren wieder. Trophäenraum, haben sie auch keinen. Ja, wenn man nichts gewinnt, dann muss man auch nichts reinstellen. Ne? Moral, die Moral geht nach hoch. Die Tourzentrale, das ist ja für die Fans. Wöchentliche Einnahmen 13.000, kostet nur 118.000. Monatliche, also pro Monat 3.000 Gewinn, bis es abbezahlt ist, dann warum nicht, hä? Für die Fans. Da bauen wir doch das mal. Da war ich jetzt, oder? Ja. Dann geht's zum Vorstand. Oh, sie quatscht nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon, ja. Das Vorstandsbudget auch. Teamwertung auch. Das Profil ist von mir, die Finanzen. Hier kannst du dich eingehender mit den Finanzen des Teams befassen. Und sowohl unser Guthaben als auch Informationen über Einnahmen, Belohnungen und die zwingenden Ausgabendeckelungen ansehen, an die wir uns halten müssen. Okay. Saisonguthaben. Überprüfe deine gesamten Einnahmen und Ausgaben.
Aktuelles Guthaben 16 Millionen. Prognostiziertes Guthaben 101. Einnahmen 184, 68. Ausgaben. Sponsoren. Nur. Ja, da können wir dann noch ein bisschen hochschrauben. Okay. Das Monatsguthaben. Eben Einrichtungseinkommen, da kommt noch gar nichts rein. Fahrer. Kostenlimite. Ausgeben darf man 114 Millionen. Mehr nicht, aber wir haben ja gar nicht 114 Millionen. Sponsoring. Also. So, hier, das ist noch ein bisschen doof da. Kein Finanzierungsbetrag, den dein Sponsor spendet, basiert auf deiner Teamwertung im Vergleich zu Mitbewerbern. Also das ist wahrscheinlich im ganzen Jahr. Deine Sponsoren stellen zusätzliche Mittel im Austausch für Verpflichtungen bereit, die du während der gesamten Saison erfüllen musst. Das sind die Sponsorenziele, ne? Fahrerauftritt ausgesetzt. Okay. Ja, Rangliste, da sieht man wahrscheinlich, was alles so passiert ist. Ist das Auto? Da waren die noch einer nicht. Meiner Lieblingsorte. Ja. Hier werden die Autos gebaut. Und hier entwickeln und lagern wir unsere Autoteile. Du solltest während der gesamten Saison sicherstellen, dass das Team daran arbeitet, Komponenten zu verbessern. Und dass beide Autos gut in Schuss gehalten werden. Du kannst auch die Autoanalyse heranziehen, um unsere Autokonstruktion mit der anderer Teams zu vergleichen. So, da ist unser Gefährt. Hä? Am Lager 2. Chassis. Gesamt 4. Frontflügel im Lager 4. 2 eingebaut. Gesamt 6. Also die muss man immer wieder nachbauen oder eben verbessern. Im Lager 4. Ich schaue jetzt nur schnell, wie viel das wir Seitenkästen, Unterboden. Nur 2. Gehen die nicht schnell kaputt? Aufhängung auch nur 2. Okay. Motor. Hersteller anzeigen. Da haben wir Mercedes, Red Bull, Renault und Ferrari. Wir haben Ferrari, ne? Der teuerste mit Mercedes. Okay. 40, ja, der schlechteste. Darum brennt sie immer bei Ferrari. Und wie oft wechselt man das alle Jahre?
Alpine, Red Bull, Ferrari stellen ihre eigenen Antriebsstränge her und können daher den Hersteller nicht wechseln. Also das ist noch wichtig. Cool. RS. Hersteller? Ah. Ja, das ist der Motor verbaut, hä? Triebe 3 und Lager 1. Autoanalyse. Jedes Team wird seine Autos im Laufe der Saison kontinuierlich weiterentwickeln. Daher ist es wichtig, dass du das im Auge behältst. Hier kannst du unsere Autos mit allen anderen Teams vergleichen oder sogar auch mit einem Durchschnitt aller Teams. Wenn du das noch gründlicher recherchieren willst, kannst du auch die Leistung bestimmter Autoteile vergleichen. Ja, mit wem? Alpin. Beschleunigung, sind wir besser, so wie ich das verstehe? Ja gut, nicht viel, hä? Hohe Geschwindigkeit, sind sie deutlich besser? Was kann man das hier dann? Ja, da kann man dann alles. Okay. Zwei. Ja, da kann man ziemlich viele Daten vergleichen. Darum, das wird, boah. Bis man da wirklich drin ist, das geht wohl eine Weile. Das ist das Lager. Ist es nicht wunderbar? Hier lagern wir alle Autoteile, die nicht eingebaut sind. Wir können auch während der gesamten Saison neue und verbesserte aerodynamische Autoteile im eigenen Haus entwerfen und herstellen und sie in unsere Autos einbauen. Warte mal. Jedes Team hat zwei Autos, eines für jeden Fahrer. Das Auto ist wesentlicher Bestandteil des Teamerfolgs und seine Leistung bestimmt, ob das Team an der Spitze des Feldes kämpft oder zu den Schlusslichtern gehört. Du kannst die Autoanalyse nutzen, um deine Autos und Autoteile mit dem bekommen. Okay. Ist drei Antriebsstrang, Autoteile. Ständig musst du die aerodynamischen Autoteile weiter verbessern, indem du Projekte startest. Projekte in der Autoentwicklung helfen dir, Autoteile zu entwerfen und zu fertigen, bevor du sie in die Autos einbaust. Du kannst auch an Autoteilen für die nächste Saison forschen, um das Auto weiter zu verbessern und die Regeländerung entgegenzuwirken. Forschen. Das Ingenieurteam ist gerade mit der Herstellung einer Aufhängung fertig geworden. Ein ganz neuer Entwurf. Gut konstruierte Aufhängungen sind entscheidend für das aerodynamische Potenzial eines Rennwagens. Wir wollen immer die bestmöglichen Komponenten in unseren Autos. Daher lohnt es sich zu überprüfen, ob wir diese anstelle des aktuellen Modells einbauen sollten. Also, dann gehen wir hier drauf. Alle verfügbaren Aufhängungsentwürfe sind bereit zur Durchsicht. Beachte, dass bei beiden Autos momentan dieselbe Aufhängung eingebaut ist. Überprüfe den neuen Entwurf ganz oben in der Liste. Da in jedem Auto nur eine Aufhängung eingebaut werden kann, willst du vielleicht die Statistiken zum neuen Entwurf überprüfen, um zu sehen, ob es sich lohnt, die alte damit zu ersetzen. Nimm dir Zeit, die zwei Entwürfe zu vergleichen. Du willst dir vielleicht auch die Statistiken genauer ansehen, die sehr wichtig für das nächste Rennen sind, und überlegen, welche Aufhängung besser für die Strecke geeignet ist. Es sieht so aus, als hätte dieser neue Entwurf ausschließlich positive Auswirkungen auf das Auto. Das sind tolle Neuigkeiten. Aber im Moment haben wir nur ein Exemplar dieser Aufhängung.
Du musst entscheiden, in welches Auto wir sie einbauen. Wähle den neuen Aufhängungsentwurf aus und lasse ihn einbauen. Ich kann es kaum erwarten, es am Rennwochenende in Aktion zu sehen. In Auto 1. Tolle Arbeit, das ist die neue Aufhängung. Wenn du weitere Exemplare dieses Entwurfs anfertigen lassen möchtest, kannst du das von hier aus tun. Denke nur an die von der F1 vorgeschriebene Ausgabendeckelung. Das ist die offizielle Grenze für das Autoentwicklungs- und Verbesserungsbudget jeder Saison. Wenn du nicht möchtest, dass das Team jetzt etwas anfertigt, sollten wir wahrscheinlich zurückgehen. Also jetzt kann man hier auf Anfertigen. Aufhängung. 50.000. Schnell, das ist dann teurer. In 5 Tagen. Ja, machen wir mal, ne? Ich muss ja ein bisschen testen. Ah, jetzt dachte ich gerade, was 15 Millionen? Ne, 150, ja? Jawohl. Das Team braucht einige Zeit, um ein neues Autoteil anzufertigen. Wenn du einen Blick in deinen Kalender wirfst, siehst du, dass es dir einen Liefertermin genannt hat. Jetzt musst du nur geduldig warten und die Magie annehmen. Also schaut man da am besten immer nach, also sind jetzt das verschiedene? Also sind das einfach die gleichen, aber neue. Na, sieht beide das gleiche Chassis auch. Flügel auch. Ja, aber dann ist es das. Ist das. Wo waren wir? Frontflügel? Ne. Ne. Unterboden? Ne. Aufhänger? Sind ja auch zwei verschiedene. Ah, wo war ich jetzt vorhin? War beim Getriebe. Ja, ich glaube, hier ist es anders, ne? So, beim Kalender sollen wir noch nachschauen. Jawohl, also vor dem Rennen und sogar noch vor diesem Rennen. So. Ich glaube, jetzt haben wir uns alles angeschaut, ne? Ja, gehen wir mal weiter. Es ist nicht mehr dein erster Tag. Wir bringen dich im Handumdrehen auf den neuesten Stand. So verbringst du deine Tage, bis es Zeit für das Rennen ist, das du in der Liste der bevorstehenden Events sehen kannst. Es ist gut, wenn man es sich zur Gewohnheit macht, diese Liste regelmäßig zu überprüfen. Bevorstehende. Sehen wir uns einmal an, was heute erledigt werden muss. Du hast eine Benachrichtigung in der Ober... Posteingang. Jawohl, da werden die Leute. Ja. Die Sponsoren, hä? Da bin ich noch nicht ganz schlau geworden.
Jawohl. Sieht so aus, als hättest du einen Antrag zur Genehmigung eines Budgets erhalten. Der Großteil des Teambudgets wird zu Beginn der Saison vom Vorstand festgelegt, zuzüglich der Einnahmen aus dem Preisgeld der letzten Saison und etwaigen zusätzlichen Sponsoring-Einnahmen, die wir verdienen. Jawohl, Anfrage zur Party. Um gemeinsam mit allen des Teams zu feiern. Wir brauchen eine Genehmigung für das Budget, wenn wir damit fortfahren wollen. Was meinst du dazu? Maria, wieder Party machen, hä? Aber ja, natürlich. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Klar. Das sollte das Team auf jeden Fall bei Laune halten. Ja, aber hallo. Da dies nun erledigt ist, können wir uns auf unseren ersten großen Preis der Saison konzentrieren. Bis zum Rennwochenende sind es noch ein paar Tage hin. Mach also einfach weiter, wenn du bereit bist. Ja. Das sind wir gleich. Ich bin gleich wieder zurück. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Dann geht's weiter. Der Renntag rückt immer näher. Mach einfach weiterhin alles, was nötig ist. In Zukunft wirst du diese Tätigkeiten selbst vorantreiben wollen, um sicherzustellen, dass sich unser Team stetig entwickelt und verbessert. So, die Tourzentrale ist fertig. Testergebnisse nach Bahrain. Wissen wir nun, wie unser Auto im Vergleich zu den anderen Teams abschneidet. Ein bisschen langsam sind wir, ne? Motorkühlung ist zum Glück schon mal besser. Aber die hohe Geschwindigkeit, das heißt das Flügel. Beim Flügel müssen wir was machen, ne? Und dann noch die Tourzentrale ist abgeschlossen. Gender. Ist die so? Ja, so viel einfacher macht. Tourzentrale besuchen. Na gut, viel sind wir da nicht. Upgraden. Dann wäre es 12.000 im Monat und 17 kommt rein. Naja, wir warten jetzt mal noch. Ne? Also jetzt. Ja. Morgen beginnt schon das Training. Also jetzt zum Auto. Autoentwicklung. Um jetzt ein Projekt zu beginnen, musst du Geld und Entwicklungszeit investieren. Du kannst unsere Autokonstruktionen über ihre jetzige Leistung hinaus verbessern. Neues Projekt. Es gibt drei verschiedene Arten von Projekten, ja, an denen das Ingenieurteam arbeiten kann. Wir können ein neues Autoteil für die Verwendung in dieser Saison entwerfen, Kopien bestehender Entwürfe herstellen oder Forschung betreiben, um das Know-how für die nächste Saison auszubauen. Möchtest du jetzt wirklich ein neues Projekt beginnen? Ja. Das Anfertigen ist ein bestehendes Teil. Forschung können wir noch nicht. Also mögliche Regeländerungen. Das geht. Okay, entwerfen. Das wäre jetzt was okay. Neues. Du möchtest mit einem Entwurfsprojekt anfangen. Ja. Dies sind Autoteile, die wir selbst entwerfen und herstellen können. Jedes Autoteil wirkt sich auf verschiedene Leistungsbereiche eines Autos aus, aber bestimmte Autoteile haben einen größeren Einfluss als andere. Du kannst dir unter Rang bei Startaufstellung die Autoleistung ansehen. Dies ist ein nützliches Vergleichstool, mit dem du sehen kannst, wie unsere Leistung im Vergleich zu allen anderen Autos in der Startaufstellung abschneidet.
Sieh dir die verschiedenen Autoteile an. Die Highlights zeigen an, welche Leistungsbereiche sie am meisten beeinflussen. Wähle einen aus, der sich auf die Bewertungen auswirkt, die du verbessern möchtest. Also Heckflügel hätte ich jetzt gesagt, oder? Ho. Das Know-how des Teams bei der Herstellung neuer Autoteile verbessert sich mit der Erfahrung, sodass jeder neue Entwurf wahrscheinlich besser ist als ein älterer. Stelle einfach sicher, dass du den neuen Entwurf mit dem derzeit eingebauten vergleichst. Testfahrten sind auch ein wichtiger Schritt beim Entwurf eines neuen Autoteils. Unsere Testzeit ist während der gesamten Saison begrenzt. Du entscheidest, wie viel Zeit für jedes Entwurfsprojekt aufgewendet wird. Wenn du diesem Entwurf jetzt etwas Testzeit zuweist, siehst du, welche Auswirkungen es auf das Autoteil haben wird. Wenn du dir das angesehen hast, können wir weitermachen. Also hier muss ich jetzt entscheiden. Also jede MAUH entspricht... Boah, eine Millionenstunde Computersimulation. Okay. Also hoch, dort müssen wir unbedingt... Was ist jetzt E? Sind wir 13, 9, 7. Wären wir deutlich schneller. Und Q ist der eingebaute. Okay. Und jetzt hier? Eine Million Stunden, das sollte doch reichen. Windkanal. Ist dann je mehr, desto besser. He? 7 Stunden von... Ja, machen wir mal 4. 5. Machen wir mal 5. Ist ja alles zum Testen. Ich auch bei der Karriere, wenn ich mit Williams anfangen werde, das ja, musst du so viel testen. Die erste Saison ist definitiv nur, um sich dran zu gewöhnen. Du kannst das Ingenieurteam anweisen, sich auf bestimmte Leistungsbereiche zu konzentrieren. F1-Autoteile sind komplex und manchmal muss man in einem Bereich auf Leistung verzichten, um in einem anderen zuzulegen. Im Laufe der Saison werden wir mehr über die Leistung unserer Autos erfahren. Das wird dir dabei helfen, den Schwerpunkt für die Entwürfe festzulegen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt versuchen, den Fokus zu ändern oder bei einem ausgewogenen Ansatz bleiben. Niedrige Geschwindigkeit, da wären wir da schlechter. Ja, jetzt sollte man irgendwie wieder zurück. Kann man das? Also das ist, glaube ich, eher schnell. Das ist auch ziemlich schnell. Das auch. Miami dann wieder weniger. Ja, das gar nicht. Kann ich jetzt... Ich würde wieder von vorne anfangen.
1,1, da hatten wir 4 oder 5. Ausgewogen. Nee, das ist ja nicht das, was wir wollen. Ausgewogen, würde ich sagen, oder? Dann verbessert es überall ein bisschen. Bevor das Team mit diesem Entwurfsprojekt beginnt, musst du noch entscheiden, wie viele Ingenieure daran arbeiten. Du solltest auch entscheiden, welche Herangehensweise sie wählen sollen. Denk daran, dass diese Entscheidungen Auswirkungen auf die Dauer und die Kosten des Projekts haben werden. Wenn du mit allem zufrieden bist, bestätige das Projekt und das Team kann loslegen. Also, wie viele? 5. Oder alle 10. Was? Mehr als 6 geht gar nicht. Aber dann ist es am 20. April. Ja, das ist darüber ein Monat. Mal schnell, 9. April. Schnell, deine Ingenieure werden zusätzliche Stunden investieren, um das Projekt abzuschließen. Das bedeutet höhere Kosten, das ist klar, aber weniger gesteigertes Fachwissen. Ja, machen wir mal normal. Oder schnell. Ja, normal. 6 Leute. Hopp, der Besen. Gute Arbeit. Das ist der Startschuss für das Projekt. Wenn du einen Blick auf deinen Kalender wirfst, wirst du sehen, dass das Team dir einen Abgabetermin. Die kontinuierliche Entwicklung neuer Autoteile ist unerlässlich, um die Leistung unseres Teams zu verbessern und auf der Strecke wettbewerbsfähig zu bleiben. Überprüfe regelmäßig die Autoanalyse, um zu sehen, wie unsere Autos im Vergleich zu anderen in der Startaufstellung abschneiden. Jawohl. Beschleunigung. Unterboden ist, wäre auch noch für die Geschwindigkeit und Beschleunigung gewesen. Na. So, gehen wir weiter. Oh. Jetzt gehen. Es gibt immer abschließende Arbeitsschritte zu erledigen, bevor wir loslegen können. Im Posteingang findest du den Vorbericht zum Rennen an diesem Wochenende. Das ist dein Bereich zur Rennvorbereitung, wo du das Team auf das kommende Wochenende einstimmst. Außerdem findest du hier alle Informationen zu der Strecke, auf der wir fahren. Eine Sache, die du vor jedem Rennwochenende immer erledigen musst, ist unsere Leistungsziele festzulegen. Diese helfen uns dabei, mehr potenzielle Belohnungen für das Team zu generieren. Mhm. Also, die Strecke. Rundenrekord ist immer noch von Pedro de la Rosa. 2005. Die Restzonen haben wir 3. Ja. Beschleunigung, mittlere, hohe Geschwindigkeit ist jetzt hier gar nicht so. Okay. Strategien. Ja, das schauen wir dann. Ja.
Okay. Ziele überprüfen. Hier sind die Leistungsziele für das kommende Wochenende. Wenn wir diese erfüllen, erzielen wir zusätzliche Einnahmen. Anreize. Setzen die Teamsponsoren Ziele, um zusätzlich Geld zu verdienen. Hier immer Anreize bieten, die das Team... Okay. Grundbezahlung. Ja gut, Risiko. Das ist nicht so mein Ding. Okay. Sieht so aus, als hätten wir sowohl für das Qualifying als auch für das Rennen Anreize. Wenn wir diese Ziele erreichen, bekommen wir eine zusätzliche Auszahlung. Und es kostet das Team nichts, wenn wir sie nicht erreichen. Okay. Du kannst auch Ziele hinzufügen und unseren Sponsoren Garantien anbieten. Das ist riskant, da uns ein möglicher finanzieller Verlust droht, wenn wir sie nicht erfüllen. Aber falls wir es durchziehen, erhalten wir eine viel größere Belohnung. Okay. Wenn du für dieses Wochenende eine Garantie anbieten und die potenziellen Belohnungen des Teams erhöhen möchtest, ist jetzt deine Chance. Qualifying Run. Q3. Schaffen wir das? Das klingt nach etwas, das wir ohne allzu große Schwierigkeiten erreichen können. Wenn wir die Garantie erfüllen, ist die Belohnung gut und der mögliche Verlust sieht auch nicht allzu groß aus. Okay, wir sind hier fertig. Ne, was kann man denn hier noch? Anzahl der Fahrer, beide? Boah. Ne, ne. Rennziele. Schnellste Runde? Ne. Das glaube ich jetzt weniger. Glückssträhne. Also das sollten wir ja schaffen eigentlich. Versuchen wir mal. Fahrer. Vier Jahre. Boah. Ah, jetzt sind wir schon wieder. Du hast alles getan, was nötig ist, und das Team kann es kaum erwarten, loszulegen. Es ist Zeit für das erste Rennen der Saison. Wenn du möchtest. Ja, jetzt doch noch. Ich möchte da noch den Ingenieur tauschen. So. Rennen, ne? Lager. Naja, ist ja zum Testen. Let's go!